Hallo und herzlich willkommen zurück bei Captain of Industries. Mein Name ist Joseko und wir haben 1000 Einwohner. Das war's. Nein. Wir haben 1000 Einwohner erreicht. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich hab's gar nicht mitbekommen, wann das passiert ist. Auf jeden Fall war das schon am Ende der letzten Folge. Keine Sorge, ich habe hier nichts übersprungen. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht doch hier noch ein bisschen weitermachen. Wir haben auf jeden Fall die Einigkeit nach wie vor am Limit. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Da wir jetzt Plastik gleich erledigt haben, müssen wir uns darum kümmern. Kartoffeln nicht einlangen. Hühnerfarm nicht genügend Futter. What? Farm, ihr dürft arbeiten. Wir brauchen Hühnerfutter, bevor wir keine Hühners mehr haben. Siehe zu und werde zu Hühnerfutters. Das liegt auch daran, dass wir die Brote voll haben. Ne? Die werden wir echt nicht los. Und Hühnereier gehen natürlich dadurch wieder ein bisschen runter. Da wird ein bisschen Hühnerfutter generiert, aber... Ja, ist nicht so schön, wie es sein sollte. Jetzt haben wir auch Weizen zu viel, wenn ich das richtig sehe. Das bedeutet, wir müssen mal gucken. Ah, nein, ich drücke immer hier aus Versehen die rechte Maustaste. Mit der rechten Maustaste kommt man übrigens in der Regel in dieses Menü, wenn man auf irgendwelche Items klickt. So. Und dann gucken wir mal. Wir könnten eventuell mehr Mehl. Dann würden wir noch mehr Brote produzieren, was total egal ist. Wir könnten ein bisschen Tierfutter machen, aber nur aus den Überschüssen bitte. Dafür müsste man einen sinnvollen Verteiler hier einbauen. Abgeschlossen Plastik. Okay, hat sich alles erledigt. Wir haben Plastik. Dann gucken wir mal, wie wir das am besten produzieren. Plastik, das habe ich im Kopf, wie es aussieht. Dachte ich. Wieso finde ich es jetzt nicht? Plastik? Das ist ein blaues Symbol. Da. Kunststoff. Das habe ich gesucht. Das ist eine tolle Übersetzung. Also, wir brauchen Glas, wir brauchen Kunststoff und wir brauchen Kupfer. Jetzt haben wir ein Problem. Denn wir produzieren die ganze Zeit hier schon so ein bisschen Kupfer nur und kommen schon nicht hinterher, weil, ja, wir brauchen zu viel. Ist also jetzt an der Zeit, dass wir sagen, wir starten erstmal diese beiden Anlagen wieder. Und wir werden vermutlich sogar hier die dritte mit dazu nehmen. Die arbeitet ja durch. Okay, ich habe hier das falsche, den falschen Schmelzer angeschlossen, wenn ich das richtig sehe. Okay. So, naja, wir werden erstmal, falsche Taste, C, gucken, dass wir hier das Band anschließen. So, darf sofort gemacht werden. Das wird auch freigegeben. Und dann passt das. So, hier werden wir jetzt mal ein bisschen umbauen. Und zwar muss dieses Band kurz entfernt werden. Okay, das reißen wir mal eben ab. Weg damit. Das könnten wir sogar sofort machen. Einfach, weil wir ja die Materialien haben. Dann bauen wir das hier neu hin. Einmal nach hier. Und einmal nach hier. So, das wird verdoppelt. Schnelle Lieferung und freigeben. Dann hier. Schnelle Lieferung und freigeben. Dann können wir auch das hier eigentlich schnell liefern lassen. Und auch das. Okay, dann haben wir auf jeden Fall hier wieder ein bisschen was in Ordnung. Ich gehe nochmal ganz kurz Kohle holen. Ja, schicken wir los. Diesel 600 hält sich ziemlich konstant. Kupfer geht ein bisschen hoch, aber nicht schnell genug. Und die Frage ist, reichen 4 Stück aus oder verdoppel ich die gesamte Anlage nochmal? Dass wir noch mehr Kupfer produzieren. Denn wenn wir jetzt hier Kupfer rausholen, was wir aber dringend hier unten immer brauchen, dann haben wir ein Problem. Der ist nämlich nicht mehr voll. Gut, es wird jetzt ein bisschen mehr, ne? Also von daher könnte es auch okay sein. Okay, das funktioniert. Fahrzeuge, wir produzieren ja die ganze Zeit schon. Wie weit sind wir denn hier? Oh! Wir haben fertig. Wir werden mal noch 2 LKWs... Nein, abbrechen. Abbrechen. Das werden wir nicht. Wir werden 2 LKWs bauen. So. Ihr wisst, was ich meine. Wir werden Bagger bauen. 1, 2, 3, 4. Im Gegenzug werden wir jetzt 4 kleine LKWs uns schnappen. Und die werden wir verschrotten. 1, 2. Bist du leer? Ja. 3. Oh, nein, 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 nein. Scheiße. Kann ich das abbrechen? Ich will die nicht verschrotten. Nein. Shit, das war jetzt richtig, richtig dumm. Naja gut, muss der weg.
und der. Jetzt habe ich einen der teuren LKWs platt gemacht. Ich bin ein Held. Wollte ich nur mal angesagt haben. Das war jetzt richtig dumm. Ich kann auch nichts machen, um das abzubrechen, ne? Ne, der ist weg. Schade, 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 schade. Naja, gut. Ist passiert. Kann ich jetzt nicht rückgängig machen. Wie sieht's hier aus? Soja, ihr produziert durch. Haben wir... Es fehlt Wasser. Na gut, das heißt aber, Wasser können wir regeln. Du hast Milchglas geladen. Warum hast du bitte Milchglas geladen und das ist nicht hier irgendwie drin? Den setzen wir mal zurück. Könnten wir theoretisch ja hier brauchen. So ist es ja nicht. So, Glas haben wir auf jeden Fall ein bisschen vorrätig. Wie war das nochmal mit dem Kunststoff? Warum komme ich eigentlich hier drauf? Das wollte ich ja hier gar nicht. Ich war ja eigentlich noch hier oben. Aus Rohbenzin und Chlor. Oder wir nehmen das aus Ethanol und Chlor. In beiden Fällen produzieren wir Abgase. Ethanol können wir aus Mais, meine ich, herstellen. Und wir können Chlor aus Sohle herstellen. Das ist schon mal praktisch. Ich meine nämlich, das gucken... Oh, wo gehe ich hin? Hier wollte ich hin. Ich meine nämlich, dass wir sogar... Hier zu viel. Ne, wir haben sogar zu wenig. Wir schütten keine Sohle weg. Arbeitest du überhaupt? Ja. Okay, wir werden das Wasser nicht los. Dadurch arbeitet der so langsam. Na gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch Sohle. Die könnten wir nehmen. Und daraus können wir dann hier unten Chlor herstellen. Dafür brauchen wir einen Elektrolyzer. Den haben wir ja schon mal. Oh, da fällt mir ein. Der eine, der hat gar kein Rezept. So, jetzt hat er eins. Wasserstoff. Dann gucken wir mal, ob wir das mit dem Tank hinkriegen. Die Maschine läuft immer noch nicht. Und der Diesel, in welches Leitungsrohr pumpen wir den denn eigentlich? Ich hoffe hier unten rein. Ja, Diesel geht hier unten rein. Das heißt, alle drei Tanks werden damit befüllt. Okay. Rohbenzin haben wir gar keins übrig, deswegen werden wir uns darauf nicht fokussieren, sondern wir gehen wirklich den einen Weg, den wir vorhatten, und zwar, Moment, hier Ethanol und Chlor, nicht über Rohbenzin. Also, wir brauchen jetzt die Polymerisierungsanlage. Gut, die haben wir hier. Das ist eine neue. Die stellen wir... Ne, wir müssen ja erstmal den Elektrolyzer machen, um Chlor herzustellen. Ich überlege gerade... Warte mal. Ethanol. Machen wir ja aus Maisbrei. Wollen wir dann den Mais hier unten herstellen? Also wollen wir hier Mais produzieren und Tofu im Wechsel, damit wir Tofu hier rüber kriegen, also Soja. Dass wir hier Soja und Mais hinbekommen, dann können wir nämlich hier nochmal eine Anlage bauen, da wir ja auch den das Sauerstoff schon hier haben. Ich glaube, das machen wir so. Also, wir fangen erstmal an, bauen einen Elektrolyzer. Den brauchen wir... Wieso ist denn der jetzt weg? Wir bauen einen Elektrolyzer. So, den bauen wir hier hin. So. Warte mal, Sohle läuft doch auch. Woher kommst du? Du kommst hier unten raus und bist da das Abwasser. Na gut, dann bauen wir die Sohle, also bauen wir das so hin, dass wir das hier anschließen. Aber im Planungsmodus. So, zack. Zack. Ich möchte, dass immer was im Tank ist. So, hier wird dann Chlor. Also, jetzt haben wir definitiv hier drin Chlor. Wir bauen einen weiteren Tank. Den können wir direkt da dran setzen. Ja, stellen. So rum geht das dann auch. Dann ist er grün. Der sammelt bitte Chlorgas. Dann würde das theoretisch schon ausreichen. Ne? Also wir können die Sachen bauen. Also schnelle Lieferung freigeben. Hier schnelle Lieferung freigeben. Und hier schnelle Lieferung freigeben. Jetzt produzieren wir langsam aber sicher Chlor.
Und da ist welches drin. Das hätten wir. Jetzt brauchen wir Ethanol. Da gucken wir nochmal nach, dass wir das richtige Gebäude bauen. Das war das auf jeden Fall mit Maisbrei. Und dafür brauchen wir hier diesen Tank. Genau, wir brauchen diesen Tank. Einen Gärtank. Den baue ich, ich würde sagen, hier neben. Ja, den bauen wir daneben. Das heißt, wir schnappen uns dieses Gebäude. Das ist ja dieser Gärtank. Und setzen den wirklich hier neben. Aber so, nee, da muss kein LKW durchfahren können. Ich baue ihn direkt hier hin. Genau, du hast nur ein Rezept. Dafür brauchst du jetzt Wasserstoff und dann den Maisbrei anliefern. Den Wasserstoff können wir uns aus diesem Tank hier rausholen. Aber wäre er nicht dann besser hier unten aufgestellt, damit der Weg zumindest kurz ist? Obwohl, ich könnte den Maisbrei dann über Förderbänder anschließen. Nee, so passt das. Das ist okay so. Wir werden jetzt hier noch ein paar Rohre hinbauen. So. Und dann gehen wir hier außen lang. Das machen wir natürlich ein bisschen höher. So, maximale Höhe. Dann können nämlich hier die Fahrzeuge noch drunter durchfahren. Und hier gehen wir runter. Ja, so passt es. Bis hier. So. So. Und es geht so nicht, weil die müssen theoretisch auch an diesen dran. Das heißt, wir gehen nochmal ein Stück zurück. Also, wir werden bis hier hingehen und werden dann hier um die Ecke gehen. So. Dann können die dazwischen immer noch alles erledigen. Gut, damit haben wir jetzt hier auf jeden Fall Sauerstoff angeschlossen. Als nächstes brauchen wir den Maisbrei. Dafür brauchen wir eine Mühle. Haben wir eine Mühle? Da ist eine. Die nehmen wir uns. Die bauen wir dann, würde ich fast vorschlagen, hier vorne hin. Ich weiß nur nicht, ob wir, wenn wir hier eine Leitung, ein Förderband bauen, ob das funktioniert. Ich möchte hier vorne auf jeden Fall nicht alles zubauen. Wir bauen das hier hin und sagen bitte, warte mal, Wasser fließt darüber, ne? Dann bauen wir nicht hier hin. Wir kopieren das Gebäude und bauen die hier hin. Oder wir bauen sie lieber hier hin. Ja, wir bauen sie hier hin. So. Hier kommt das rein. Und das Gebäude hier reißen wir nochmal ab. So. Dann soll hier, also hier brauchen wir ja Soja. Da passt noch eine Straße zwischen. Dann haben wir einen Verteiler für Schüttgut. Den brauchen wir als nächstes. Kohle. Ihr habt das gerade gesehen. Wir fahren mal schnell zurück und gucken mal. Ansonsten ja, Diesel haben wir. Wartung müssen wir gleich gucken. Okay, wir brauchen einen Verteiler. Den U-förmigen Verteiler. Der kommt. Ja, der kommt mal hier hin. Und wir geben ab den Mais. Bin mal gespannt, ob das langfristig funktioniert. Dann ein U-förmiges Förderband, damit wir den Mais hier reinbekommen. Und ein U-förmiges, genau, das geht hier unten drunter durch. Und das kann hier angeschlossen werden. Und das wird dann Soja bringen. So, dieses Feld ist gerade leer. Das heißt, wir pflanzen hier Mais an. Also Soja, Mais. Und was nehmen wir dann als nächstes nochmal? Nochmal Mais, oder? Ja, nochmal Mais. So, das funktioniert. Und dann kommt hier noch ein Lagerhaus zwischen mit Schüttgut. Haben wir eins, spontan. Ja, hier unten bestimmt. Obwohl doch. Ne, wir haben hier unten keine. Wir wollen ein Lagerhaus mit Schüttgut. Ich will das jetzt nicht raussuchen. Hier oben bei der Kohle ist doch immer eins. So. Das
Oh, da hing es mal kurz. Ich hatte einen kurzen Hänger. Werden wir hier hinbauen. So. Dieses hier nimmt an Sojabohnen, damit wir immer genügend haben. Und versucht sich voll zu halten. Nächstes Förderband. Sojabohnen. Hierhin, damit auch das funktioniert. Das können wir mal schnell liefern lassen. Oh, Einigkeit geht gerade runter, da muss ich aufpassen. Aber das Schiff mit der Kohle ist gerade erst angekommen, deswegen haben wir da eventuell Schwierigkeiten. So, jetzt brauchen wir noch ein U-förmiges Förderband. Und das bringt hier unsere Waren raus. Ich hoffe, dass die LKWs da trotzdem noch durchkommen. So. Und zwar connecten. Das hätten wir. Als nächstes kommt ja hier der Maisbrei raus. Den müssen wir auch vernünftig connecten. So. Ist Maisbrei eine Flüssigkeit? Ja. Dann brauchen wir ein Röhrchen. So. Kommt hier hin. Geht hier vernünftig hoch. Geht hier rüber. Irgendwie, ja, so klappt das. Und dann gehst du hier unten, nee, da hinten dran. Okay, ist connected. Somit sollten wir auch Ethanol bekommen. Genau. Und damit haben wir diese Reihe soweit fertig, dass wir Ethanol haben. Und wir können das erstmal in Auftrag geben. So, lass das alles bauen. Ja, die Kartoffeln müssen wir mal gucken. Wir lassen das erstmal schnell liefern und fertigstellen. Ist natürlich ein teures Vergnügen mal wieder alles. So. Aber andererseits haben wir aktuell so viele Materialien, dass es gar kein Problem ist. Hoffentlich. Oh, schnell liefern. Das habe ich auch noch vergessen. Mach das auch fertig. Und dieses Gebäude. Oh, das kostet rote. Immerhin etwas teurer. Schnell liefern. Fertig. Okay. Das wäre also auch erledigt. Somit haben wir Chlor und das andere Zeug. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Kupferplatten hier unten. Wir werden also jetzt das letzte fehlende Gebäude noch errichten. Das ist dieses hier. Was dann Plastik bzw. Kunststoff herstellt. Wie sind denn hier die Eingänge? Die sind so aufgestellt. Das heißt, ich kann das Gebäude eigentlich getrost hier hinsetzen. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich muss es ein bisschen höher setzen. Ich könnte es aber hier hin. Warte mal. Ich könnte es auch theoretisch so dran setzen. Und dann mit dem Förderband drumherum. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir gucken uns das mal an, ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade denke. Das ist... Ethanol ist ein Gas. Das heißt, ich brauche ein Rohr. Also, einmal hier dran. Ja, so will ich das eigentlich nicht haben. Ich wollte das, wenn... hier lang und dann hier zwischen drüber. Ja, genau. So wollte ich das haben. Passt. Dann lassen wir das noch schnell bauen. Jetzt brauchen wir einen Schornstein oder am besten sogar zwei, damit wir hier einmal CO2 loswerden und damit wir hier auch irgendein Gas loswerden. Schnell liefern, abschließen, schnell liefern, abschließen und hier auch schnell liefern und abschließen. Okay, dann müssen wir hier nur noch das Rezept auswählen, und zwar hier das untere. Genau, das passt. Wir haben alles, so wie ich das wollte. Und hier muss halt theoretisch, ja genau, hier wird nur noch Kunststoff jetzt gleich produziert. Das heißt, ich baue noch ein kleines Lagerhaus. Da nehme ich mir egal welches, das setze ich dann einfach davor und dann ist die Sache durch. Pass auf, Lagerhaus, Stückgutlager und einmal
Flatsch auswählen. Kunststoff darf gebaut werden. Dauert ein bisschen, bis wir die Materialien haben. Ja gut, Plastik haben wir. War jetzt nicht so das Riesenproblem, ne? Ich bin zufrieden. Und ich glaube mal, wir kommen jetzt hier an diesen Sohletank nicht mehr ran. Was ein Problem ist, weil wir Sohle ja oben brauchen. Dann müssen wir den eventuell hier vorne noch einen hinbauen und das einmal umleiten. So, funktioniert dann leider nicht anders. Da machen wir mal ein bisschen Abstand, wie ich das gerade sehe. Setzen wir den mal dahin. Dann geht von hier aus noch ein Röhrchen einmal hier rüber. Und dann lassen wir die beiden Sachen auch noch schnell bauen. So. Und so. Und hier wird nochmal Sohle eingelagert. Bitteschön. Warum ist denn der auf Pause? Und was macht das für einen Unterschied? Ach, das Abpumpen macht den Unterschied. Ja, okay. Das verstehe ich wiederum. Ja gut, jetzt ist die Frage, ob das so alles funktioniert oder ob ich irgendwas vergessen habe. Also, Kohle check. Diesel check. Wartung. Da müssen wir mal ganz schnell hin. Die geht die ganze Zeit schon runter. Liegt an den Bauteilen und das liegt an... Das ist eine gute Frage. Woran liegt denn, dass wir keine Bauteile haben? Wir produzieren doch genug. Leistungssteigerung. Leistungssteigerung. Macht noch mehr. Das ist doch schon ja, rotes, das höchste Gebäude, glaube ich. Aber gut, dann lassen wir es halt noch schneller produzieren. Damit wir die Wartung jetzt wieder hochbekommen. Ich habe übrigens gesehen, dass wir bald neue Wartungsgebäude bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es sich jetzt nicht großartig lohnt, da noch die nächsten Sachen zu machen. Und alles in allem müsste es jetzt hochgehen. Wir sind bei 33 gerade kurz gewesen. Immer noch 33. 32, 35. Okay, müsste eigentlich klappen. So, Mais. Hühnerfarm hat immer noch kein Futter. Was ist denn da schon wieder los? Ja, weil der Weizen uns jetzt hier Probleme macht. Aber wir kriegen gleich Kartoffeln in 1,6 Monaten. Bis dann haben wir zwar keine Hühner mehr, aber wir kriegen dann Kartoffeln. Okay. Das müssen wir auf jeden Fall loswerden. Das ist ein Riesenproblem. Abgeschlossen Plastik. Ja gut, das können wir wegklicken. Das brauchen wir nicht mehr. So, hier müssten wir eigentlich voll sein. Ja, 130 haben wir eingelagert. Wir brauchen hier noch ein bisschen Erze. Da kommt vielleicht gleich ein großer Bagger zu. Wir sind ja wieder welche. Oh, da ist sogar einer fertig. Den stellen wir hier ein. Du bekommst... Oh, wir haben sogar zwei fertige. Wunderbar. Einmal und zweimal. Einmal und zweimal. Der geht raus und die beiden auch. So. Das heißt, den hier können wir verschrotten lassen, weil wir die ja nicht mehr benutzen, die Bagger. Den werden wir auch verschrotten. Ja gut. So, dann haben wir, dass wir ja hier oben vermutlich nichts mehr herstellen werden. Ja, dass wir den hier, also die beiden eigentlich, abreißen. Wir werden nämlich Speiseöl definitiv in Zukunft nicht hier raus herstellen. Dann würde hier oben die gesamte Ecke völlig umsonst sein aktuell. So, das heißt, das geht weg. Die war jetzt lang genug da, die Tankstelle, und hat nie was gemacht. Das Rohr geht weg, das geht weg. Der Tank braucht auch nicht mehr da zu sein. Das geht alles weg jetzt. So, das geht weg, das alles weg, 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 weg. Ich will alles nur weg haben. So. So lange, wie die schon wieder nichts getan hat, ist das vollkommen fein, dass wir das hier erstmal alles wegreißen. So. So, das auch noch und das auch noch. Habe ich da noch ein Röhrchen vergessen? Ich habe den Schornstein vergessen. Und den Tank. So, jetzt habe ich alles. Hoffe ich. Ansonsten gucken wir gleich nochmal nach, ob da noch irgendwas rumsteht. Okay, mit den beiden, die sind jetzt pausiert. Da könnten wir eigentlich mal sagen, die lassen wir mal an, damit wir da ein bisschen Kompost herstellen aus der Tiernahrung, wenn wir zu viel haben. Ich glaube, das ist eine Maßnahme.
Und dann kriegen wir eventuell irgendwann mal ein oder zwei Dünger dazu. Dann ist das halt so. Und da haben wir noch genug Platz. Okay. So, die Wartung ist auf 91%. Wir haben keinen einzigen Arbeiter frei, weil wir hier die letzten 10 reingesteckt haben. Die Fahrzeuge sind stark ausgelastet, weil sie sich um alles kümmern. Hier kommt Öl rein. Diesel ist okay. Du findest, kann Salz nicht liefern, kein gültiges Ziel. Wo wolltest du das denn hinliefern, meine Freund? Das weißt du vermutlich selber nicht, ne? Ich setze dich mal zurück und dann suchst du dir mal ein neues Ziel, würde ich sagen. So. Gut, hier fehlt Kohle. Ja, Kohle könnten wir theoretisch nochmal losfahren. Da müsste wieder voll sein. Ja, ist es auch. Frachtladen, Abfahrt. So, 23 Monate haben wir noch Nahrung. Die Haushaltsgeräte, das ist das nächste, was ich gleich mal checken möchte. Haben wir davon einige. Wo produzieren wir die nochmal? Hier. Da fehlt Glas, 8 Stück. Da müssten wir vielleicht mal ein bisschen mehr bekommen in Zukunft. Und das Wasser macht mir auch ein bisschen Sorgen, dass wir da so viel drin haben. Die Stadt hat aber 0. Aber hier machen wir Fortschritte. Guck mal, die Rampe wird rampig. Ein Arbeiter wird benötigt, weil ein Fahrzeug fertig ist, vermutlich. Ja, ja. Wieso weißt du immer noch nicht wohin? Mach das mal leer. Und jetzt hast du wieder hoffentlich einen neuen Plan. Das war der falsche. Milchglas. Ja, bring das mal weg und fahr weiter. Gut. Der Arbeiter fehlt halt, weil wir ein neues Fahrzeug erstellt hatten. Jetzt gucken wir mal weiter. Und zwar, ich check mal eben, wie voll hier die Gebäude sind. So, Fleisch haben wir gar nichts. Eier haben wir gar nichts. Stoff haben wir gar nichts, aber Mais. Gemüse ist ein bisschen wenig da. Wenn wir jetzt gucken, was wir machen können, um mehr Gemüse zu bekommen, dann ist auffällig, Wassertank ist voll, dass aber trotzdem sehr wenig produziert wird. So, hier sind auch zweimal Gemüse. Also irgendwie scheint Gemüse ja trotzdem ein großes Problem zu sein. Wir haben jetzt Soja leer. Das heißt, ich kann hier oben auch nochmal ein bisschen was abreißen. So, das brauchen wir nicht mehr und den brauchen wir auch nicht mehr. Digga. Warum geht das nicht? Ach, da sind noch Sachen drin. Ja gut, wird noch leer, dann geht das. So, Hühnerfutter. Das ist ein Riesenproblem mit dem Hühnerfutter. Die Kartoffeln schaffen es nicht alleine. Und solange wir hier kein Brot verbrauchten, also kein Weizen, kriegen wir auch zu wenig Hühnerfutter. Okay, hier ist nochmal Brot abgeholt worden. 60 Stück gleich. Aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer ausreichend ist. Wir müssten also eigentlich hier was ändern. Dass wir mehr Mais produzieren als Weizen. Dadurch, dass das jetzt voll ist. So, jetzt kommt aber hier erstmal wieder Mais rein. Dann könnte es auch wieder reichen. Schwierig, schwierig. Ich lasse es erstmal kurz noch so. Wie sieht denn das jetzt mit den mit dem Gemüse aus? Kartoffeln sind nur voll. Wir brauchen mehr Gemüse. Wir könnten hier eventuell. Gut, hier habe ich das Soja erst eingestellt, ne? Wir haben an so vielen Orten die Situation, dass wir Gemüse anbauen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir doch zu wenig haben. Komm mal nach Hause und bring mir mal die Kohle vorbei. So, jetzt ist auch die Frage, Plastik. Haben wir schon ein bisschen was hergestellt? Das funktioniert also, sehr schön. Diesel geht gerade runter, gefühlt. Ja, 600. Wir haben ja auch keinen Strom. Ja, immer mal wieder. Müssten also mehr Kohle von hier bekommen. Eieiei, der Berg ist so gut wie weg. Die könnten mehr schaffen, wenn sie mehr LKWs hätten. Aber noch mehr LKWs da drauf. Naja, so lang wie die Strecken sind, bleibt das wohl nicht aus, ne? Oh, ne, wir gehen noch nicht in den Berg rein. Ich dachte, wir würden schon reingehen.
Das hier funktioniert auf jeden Fall schon besser. Wir könnten hier theoretisch einen Bagger wegnehmen, weil einer das alleine schafft. Das ist ja dann so stark wie drei. Pass auf. Ein Bagger raus, ein LKW raus. Dann packen wir die hier vorne. Obwohl, Eisen haben wir auch genug. Dann packen... Kohle ist halt auch wieder doof. Der hat Kohle. Wollen wir die hier drauf packen? Ja, komm. Einen großen LKW und einen hiervon. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie ein bisschen Kohle aus dem Berg rausbekommen. So langsam, aber sicher dürfte das ja eben der Fall sein dann. Okay. Das fährt immer noch nicht. Wieso sind wir jetzt hier hinten? Hat er die Rampe ja etwa fertig? Erkenne ich ja eine super gute Rampe drin, auf jeden Fall, ne? Die Rampe sieht geil aus. Ist das aufschütten? Warte mal. Du sollst bis hier hingehen. Und hier soll es dann gerade gehen. So. Ja, kann gut sein, dass er da eher graben muss. Soll er machen, wenn es soweit ist. Hier haben wir zu wenig Strom, aber das Schiff kommt gerade an. Jetzt brauchen wir einen einzigen Arbeiter. Lohnt sich für einen Arbeiter? Nee, eigentlich lohnt sich das überhaupt nicht. Da lohnt es sich viel mehr, diesen blauen LKW zu verschrotten. Dann haben wir nämlich wieder plus minus null Arbeiter. So, verschwinde. Und das gibt uns einen Arbeiter. Sehr schön. Also alles arbeitet. Farm konnte alles an Kartoffeln nicht ernten. Bagger hat keinen Kraftstoff. Hühnerfarm nicht genug Futter. Das Futterproblem, das haben wir ja dauernd. Dann gehen wir mal hin und schlachten mal ein paar Hühner mehr. Das wird bedeuten, dass wir weniger Eier haben. Alles in allem. Nur haben wir eh schon Eier hier drin. Brot ist schon wieder voll. Ja, wir brauchen mehr Tierfutter. Wir könnten eventuell, ich meine, das Ding hat nämlich drei Eingänge. Ich guck mal nach, ob es drei hat. Tierfutter ist so eins. Wir kommen hier raus. Und zwar bis hierhin will ich mal raus. Das ist eine Planung. Dann bauen wir einmal einen mit Schüttgut. So ein. Den drehen wir mal um. So. Und hier lassen wir jetzt Tierfutter. Warte mal. Jetzt bin ich blöde. Ist Tierfutter etwa... Ach so, warte mal. Das funktioniert so nicht. Ich muss auf das andere Band drauf. Das kann mal wieder weg. Und das ist auch scheinbar der falsche. Weil Tierfutter sieht so aus. Und ich habe es hier drin. Da ist es nämlich. So, ich bin halt heute doch ein bisschen neben der Spur. Die Folge ist ja eh gleich vorbei. Wir nehmen das hier raus. Tierfutter haben wir als Abfallprodukt an verschiedenen Orten. Deswegen kümmern wir uns darum, dass wir das jetzt hier noch oben irgendwie... hier unten vielleicht sogar mit drauf packen. So. Ich finde, das sieht gut aus. Fertig machen. Das kann gebaut werden. Einigkeit ist voll. Dann lassen wir das so machen, damit wir keine LKWs brauchen. Und dann kann es gut passieren, dass wir halt hierüber auch nochmal Tierfutter irgendwie bekommen. Ich hoffe, ja, das Band ist komplett da unten. Das passt schon. So, denn wir haben immer noch irgendwelche Gebäude rumstehen, wo Tierfutter dann so als Abfallprodukt mit rauskommt. Hier so zum Beispiel. Nö, hier nicht. Hier könnten wir es nur verarbeiten noch. Egal. Irgendwo, meine ich, hätte ich das gesehen. Und dann haben wir es für den Notfall eine Möglichkeit, Tierfutter anzuliefern. So, Methanol haben wir hier oben alles weggerissen. Uns fehlt wieder ein Arbeiter, weil ein LKW fertig wurde. Dann nehme ich den hier und verschrotte den. So. Und ja, der letzte läuft. Im Anschluss müssten wir Haushaltswaren bekommen. Das wäre das nächste, was wir anschließen wollen. Kein Arbeiter fehlt. Wenn wir die LKWs aber weiterbauen, fehlen welche. Also wir müssen mal gucken. Das ist zum Glück voll. Wir müssen also mal gucken, dass wir weiterkommen mit den Einwohnern. Dass wir doch noch ein Haus jetzt bauen. Es wird nämlich, glaube ich, wieder Zeit. Nahrung geht ja eh hoch. Die Forschung läuft sogar ziemlich gut, muss ich gerade sagen.
Wenn wir mehr von diesen Forschungsteilen bekommen würden und die scheitern, wenn an den Bau, an gar nichts. Die arbeitet gerade sogar durch. Dann setzen wir hier mal eine kurzzeitige Beschleunigung drauf. Das wird doppelt so viel produzieren. Ich habe ja gesagt in der letzten Folge, dass ich überlege, hier ein weiteres zu bauen. Nur sehe ich das langfristig nicht als so sinnvoll an. Denn das könnte uns oder mich eher dazu veranlassen, dass ich zu schnell versuche, hier Sachen zu erweitern. Ich werde noch den LKW rausschmeißen. Und dadurch dann wieder alles ins Ungleichgewicht gerät. So wie jetzt zum Beispiel, Diesel geht gerade rasant runter. Das könnte aber auch daran liegen, dass wir gerade einen neuen LKW bekommen haben. Da bin ich mir nicht so sicher. Solange das Öl noch voll ist, müssten wir das eigentlich geregelt kriegen. So, ich beobachte das bis zum nächsten Mal. Wir sind wieder bei 400. Ich würde gerne wieder auf 600 hochkommen. Dann weiß ich, dass alles funktioniert. So, ansonsten, hier fehlt gerade Rohbenzin. Das ist in Ordnung, weil es hier rein liegt und nicht an irgendwas anderem. Und ansonsten, ja. Wir sind wieder auf über 400. Und hier wird halt an allen Ecken wieder produziert. Ja, ich werde das im Auge behalten. Ich schreibe es mir auf, dass ich da nachgucke, dass der Diesel jetzt keine Probleme macht. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich wieder herzlich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Yusiko.